und Muslime im Internet. Ja, da muss man jetzt auch mal ein bisschen ehrlich sein. Man denkt schon schnell an vermummte Männer mit Kalaschnikow im Anschlag, die dem Westen fürchterliche Rache androhen. Könnte man denken, aber... This is a message to all American infidels. Prepare to die in a sea of holy fire. You will be punished for your decadent ways on the first day of Ramadan. You... wait a minute, did I just say... What did I say? Ramadan? Ramadan. Gibt es eigentlich ein Internet für Muslime? Eine virtuelle Parallelgesellschaft, von der Nicht-Muslime nichts ahnen? Ich wollte das mal rauskriegen und mich von jungen Muslimen durch ihr Netz führen lassen. Leider haben sie mich hier sitzen lassen und sind nicht gekommen. Sie reden nicht so gern mit dem Fernsehen, haben sie mir gesagt. Die drehen einem doch das Wort im Mund herum. Aber wir haben Glück. Im Netz sind sie weniger scheu. Style Islam, das ist der Fanshop für den Muslim 2.0. Jede Menge religiöse Botschaften, schön schick verpackt. Was haben wir hier? Jesus und Mohammed, Brüder im Glauben. Ein Teil der Einnahmen geht an AIDS-Waisen in Afrika. Und das hier ist also das muslimische YouTube, Waymo. Hier gibt es jede Menge Musikvideos, aber auch viel Selbstgedrehtes. Hör auf mit dem Husten mitten im Gebet. Ich bin am Beten, am Tun, am Sein. Und was höre ich? Was? Ich verstehe kein Wort. Huste vor dem Gebet und dann beten wir zusammen. Und vielleicht auch in Frieden. Aber mit dem Husten, da wird es nichts mit dem Frieden. Die Leute, die kein Arabisch verstehen und gerade konvertiert sind, die denken vielleicht, das sind irgendwelche Teile von irgendeinem Gebet oder das ist Arabisch. Übrigens, was bei anderen sozialen Netzwerken anstupsen oder gruscheln ist, heißt hier Salamen. Ist aber sonst das Gleiche. Aber warum wollen Muslime überhaupt ihre eigenen Communities haben? Der Soziologe und Journalist Eberhard Seidel arbeitet seit Jahren mit muslimischen Jugendlichen. Es gibt auf jeden Fall eine Situation, dass sich viele muslimische Jugendlichen in Deutschland ja nicht angenommen fühlen. Dass sie das Gefühl haben, sie gehören zu einer Minderheit, die nicht akzeptiert ist. Und also in ihren Fragen an Religion, an Wertesysteme und so weiter hier sich nicht wiederfinden in den Angeboten für Jugendliche. Also ein spezielles Angebot selbst schaffen. Die Muslime bauen sich ihr Netz einfach selbst. Und das nicht nur in Deutschland. Muxlim ist die größte englischsprachige Muslim-Community. Mit Videos, Musik, Mode und Chats. Der Gründer Mohammed Al-Fatatri hat sein Büro in Helsinki. Aber ich habe mich mit ihm vor der virtuellen Moschee von Muxlim zum Chat-Interview getroffen. Er sagt, dass soziale Netzwerke die Muslime so zeigen, wie sie sind. Weil sie sich dort selbst darstellen können. Im Gegensatz zum Fernsehen. Auch deshalb hat er Muxlim gegründet. Die Damen hier stellen eigentlich neue Kopftuch-Stylings vor. Aber oft wird daraus eine Art Videotagebuch. Stephen Lee von Muxlim sagt, dass seine Community vor allem für junge Muslime wichtig sei, die in nicht-muslimischen Ländern leben. Sie hilft, die kulturelle Identität zu finden. Das bedeutet auch, über Ansichten zu diskutieren. Menschen, Jugendliche kommen zum Teil mit sehr harten, fundamentalistischen Positionen und die bleiben auf diesen Seiten nicht unwidersprochen. Also die werden diskutiert, kritisiert, in Frage gestellt. Also von daher hat es auch einen demokratischen Charakter von Diskurs. Aber auch Privates kommt nicht zu kurz. Muslimmarkt ist unter deutschen Muslimen eine der beliebtesten Seiten. Hier gibt es auch eine Partnerbörse. Wer dort annonciert, will aber in der Regel heiraten und nicht unverbindlich flirten. Dieser Muslim hier sucht eine Muslima, die betet. Ein Kopftuch muss sie aber nicht unbedingt tragen. Und dieser Konvertit fühlt sich mit 52 Jahren noch so jung, dass er eine Familie gründen will. Natürlich nach islamischer Tradition. Ist das muslimische Internet jetzt eine virtuelle Parallelwelt? Klar. Und zum Glück eine, die man bereisen kann. Und Reisen bildet. Sag mir, ich weiß genau, was ihr denkt. Ihr denkt, wir Muslims, wir haben keinen Spaß, wir können kein Breakdance und sowas. Aber pass auf, pass auf.